Mama, was machst du da? Ich habe hier zwei neue Bilder, die würde ich gerne an dieser Wand aufhängen. Aber da müssen wir zuerst einen Nagel in die Wand schlagen. Und zwar genau hier. Ich zeichne es mal mit einem Bleistift an. Mama, Telefon. Danke. Nicole Hauser? Ah, hallo Sarah. Ich schau mal schnell nach, einen Moment. Ja, wir haben noch genug Eier. Ich kann dir welche geben. Ich komm schnell rüber, bis gleich. Michael, kannst du vielleicht schon mal hier einen Nagel in die Wand hämmern? Ich will dieses Bild daran aufhängen. Klar, kann ich machen. Danke. Anna, was bringst du da? Ich habe schon mal einen Hammer geholt. Oh je, das ist ja der große Vorschlaghammer. Anna, der ist ein bisschen zu groß. Damit kannst du ja ein Loch in die Wand schlagen. Ach so. Ich bringe jetzt die Eier zu Sarah rüber. Okay, wir brauchen den kleinen Hammer. Ich gehe ihn schnell holen. Puh, der ist ja richtig schwer. Wie konntest du den nur tragen? Ich hab ihn gezogen. So, da bin ich wieder. Dann legen wir mal los. Vielen Dank für die Eier. Sag mal, kommt der Lärm von euch da drüben? Ja, komisch. Ich hatte Michael gebeten, einen Nagel in die Wand zu hämmern, damit ich ein Bild aufhängen kann. Ich gehe mal nachschauen. Tschüss. Hallo, Mama. Was macht ihr denn da? Ihr macht ja die ganze Wand kaputt. Wir wollten ein Bild aufhängen. Ein riesiges Loch in der Wand. Wir könnten das Bild ja einfach drüber hängen, dann sieht man das Loch nicht mehr. Was? Moment mal. Das ist ja... Ja, das ist nur ein Bild. Oh, ihr habt mich reingelegt. Und woher kamen die Geräusche? Ach, ich habe die Kinder auf dieses Brett klopfen lassen. Ach so. Anna, kannst du schon mal deine Sportsachen holen? Du musst gleich ins Turnen. Oh ja, ich gehe sie holen. Mama, darf ich nachher zu Lisa? Ja, du kannst zu ihr. Ich bring Anna ins Turnen. Viel Spaß, Anna. Tschüss. Tschüss, danke. So, kommt mit in die Halle. Ach, herrje, ich hab doch hier gerade erst sauber gemacht. Und jetzt haben sie mir den ganzen Dreck von draußen schon wieder hereingeschleppt. Ah, da ist ja der Hausmeister. Ich bin gleich wieder da, Kinder. Ich muss den Hausmeister schnell etwas fragen. Guten Morgen. Ich wollte mit den Kindern mal an den Ringen turnen. Konnten Sie die zwischenzeitlich schon reparieren? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich muss ja ständig allen hinterher putzen. Ich schau nachher mal nach den Ringen. Okay, dann machen wir heute etwas anderes. Kinder, setzt euch bitte in den Kreis. Zum Aufwärmen spielen wir zuerst Feuer, Wasser, Blitz und zusätzlich mit Sturm, Regenbogen und Kaugummi. Ja! Dazu brauchen wir natürlich Musik. Efi, du könntest doch den CD-Player bedienen. Ja, mach ich. Es geht los! Sturm! Halt dich fest! Schnell alle aneinander festhalten. Mich auch noch. Paul, du warst der Letzte. Du scheidest aus. Nein, das war mein Bruder. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, Paul, komm. Das ist doch nicht schlimm. Du kannst dich zu Efi auf die Bank setzen. Ach Mann! Und weiter. Wir hatten da das Gewinde so vermurkst. Ach, das ist ja was. Wie ich das überhaupt reparieren kann. Feuer! 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 Wo brennt es? Nirgends. Alles in Ordnung. Wir machen doch nur ein Spiel. Ach so. Alle waren schnell in einer Ecke. Keiner scheidet aus. Und weiter. Blitz! Schnell hinlegen! Anissa, du warst die Letzte. Oh, schade. Ich muss schon raus. Und weiter. Jetzt schaue ich mal, ob man die Ringe wieder herablassen kann. Wasser! Schnell irgendwo hoch! Alex, du scheidest aus. Huch, halt! Frau Fischer, ich kann mich nicht mehr festhalten. Du meine Güte, Tim! Was machst du denn da oben? Herr Hausmeister, lassen Sie bitte die Ringe herunter. Nein, die Ringe dürfen auch nicht benutzt werden. Aber da hängt doch ein Kind an den Ringen.
Was? Ach du meine Güte, wie kommt das denn? Ich will runter. Das war ganz schön weit oben. Ich bin ja so froh, dass hier nichts passiert ist. Muss ich jetzt ausscheiden? Nein, du bist bei Wasser ja hochgesprungen und hast den Boden nicht berührt. Du bist weiter dabei. Das Spiel geht weiter. Regenbogen. Was muss man da nochmal machen? Ach so, ein Bogen mit dem Körper. Okay. Tim, jetzt warst du allerdings der Letzte und scheidest jetzt doch aus. Oh. Kaugummi. An die Wand. Oh, ihr habt beide gleichzeitig an der Wand geklebt. Es geht weiter. Ja! Blitz. Schade, es war so knapp. Laura war ein klein wenig schneller und gewinnt das Spiel. Juhu! Wir gehen jetzt die Matten aus dem Geräteraum holen. Ja! Gib bitte etwas zurück, wenn ich das Tor aufmache. Und noch ein Stück zurück. So, wir fahren jetzt den Mattenwagen raus. Passt bitte auf, dass ihr niemandem über die Füße fahrt. Autsch! Ihr seid schon jemand über die Füße gefahren. Entschuldigung. Ach, ich gehe jetzt. Ich repariere die Ringe später in aller Ruhe. Wir legen 4 Matten aus. Heute üben wir die Kerze. Eine schöne, gerade Kerze. Tim, was du machst, ist fast ein Kopfstand. Ja, gut, Paul. Hoppla! Einfach nochmal üben. Das machst du gut. Gut, Laura. Versuch, die Füße noch etwas zu strecken. Alex, versuch mal noch, die Hüfte anzuheben. Das kann ich nicht. Ich kann nur so machen. Okay, für den Anfang ist das auch schon ganz gut. Prima, Anissa. Uiuiui! Paul, was machst du für eine Übung? Eine Kugelkerze. Ihr habt schön geturnt. Für heute reicht das. Ich bringe jetzt die Matten wieder weg und ihr stellt euch bitte schon mal zum Schlusskreis auf. Zum Schluss spielen wir Schmetterling, du kleines Ding. Anissa, du darfst der erste Schmetterling sein. Schmetterling, du kleines Ding, such dir eine Tänzerin. Fliege, wie ist dir der Schmetterling? Frau Fischer, die Ringe sind wieder heruntergefallen. Ich sage dem Hausmeister Bescheid. Ach, diese Ringe. Mensch, sowas. Oh nein, der Hausmeister. Der Hausmeister fliegt ja auch wie ein Schmetterling. Hallo, komm rein. Hallo. Meine Oma ist da und passt auf meine Schwestern auf. Hallo, Lena. Hallo. Lisa, die Babys haben Hunger. Wo sind denn die Schüsseln? Wir sind hier oben in dem hellblauen Korb, Oma. Ah, danke. Ja, da ist ja alles. Ich mache Ihnen jetzt einen Brei. Kommt, dann dürft ihr jetzt schon mal in euren Hochstuhl sitzen. Sie brauchen noch ein Lätzchen, sonst ist gleich die Kleidung schmutzig. Meine Schwestern können noch nicht so gut essen. Da geht immer viel daneben. Das kenne ich von mir. So, schön das Lätzchen anziehen. Oma hat den Brei gleich fertig. Wir sind mal oben in meinem Zimmer, Oma. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Danke, Lisa. Ich durfte mal den Schaukelstuhl in mein Zimmer stellen. Ich finde den nämlich total cool. Cool, darf ich auch mal? Ja, stimmt, der ist wirklich gemütlich. Sollen wir vielleicht dieses Spiel spielen? Das habe ich neu. Ja, okay, das kenne ich. Ich habe gewonnen. Lisa? Ja? Könnt ihr mir vielleicht beim Füttern helfen? Ja, Oma. Oh je, wie seht ihr denn aus? Da ist der Brei wohl überall gelandet, nur nicht im Mund. Ja, zum Glück habe ich noch genug Brei. Einen Löffel für Mama, einen für Papa, einen für Oma und einen für Opa. Den Mund schön weit aufmachen. Ja, so ist gut. Magst du nichts mehr? Emma ist satt. Vielen Dank. Wir haben es geschafft. Ich glaube, alle sind satt.
Oh, der Brei hängt sogar in den Haaren. Oh je, ich glaube, wir sollten sie baden. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wir können ja helfen, oder Lisa? Ja, wir helfen dir, Oma. Das ist ganz lieb von euch. Dann räume ich hier mal den Tisch ab und mache alles sauber und dann gehen wir zusammen ins Bad. Ja, du darfst gleich baden. So, ihr könnt euch schon mal hier hinsetzen. Ich kenne mich schon aus. Ich muss Mama auch immer helfen, wenn sie die Babys badet. Baden deine Schwestern gern? Meistens schon. Wir brauchen als erstes die Babybadewannen. Die stellen wir hier auf den Boden und lassen Wasser ein. Warte noch, Pia, wir helfen dir gleich. Zuerst muss Oma alle Wannen mit Wasser füllen. Habt ihr für die Kleinen noch einen Waschschaum oder ein Duschgel? Ja, der ist extra für Babys. Oh, schaut mal, wie das schäumt. Jetzt könnt ihr rein. Oh, nicht so spritzen. Der ganze Boden wird ja nass. Sie haben richtig Spaß. Schau mal, hier ist eine Badeente. Uiuiui, Emma ist ja komplett im Schaum verschwunden. Ja, wo bist du denn, meine Kleine? Komm heraus. Du hast ja viel zu viel Schaum in deiner Wanne. Huch, du Frechdachs. Haha, Oma, wie du aussiehst. Meine Brille ist jetzt auch geputzt. Was ist denn, Maya? Warum weinst du denn? Willst du raus? Vielleicht will sie die Ente wieder haben. Die ist rausgefallen. Ah, die Ente. Bitteschön. Dann ist ja alles wieder gut. Bei dir müssen wir noch den Brei aus den Haaren waschen. So. Ja, alles gut. Gleich sind wir fertig. Nele, wo ist denn das Wasser hin? Oh nein, Nele hat alles rausgespritzt. Der Badteppich ist klatschnass. Am besten, wir hängen ihn hier zum Trocknen auf. Also ich würde sagen, das reicht jetzt mit dem Baden. Sonst haben wir hier ja bald alles unter Wasser. Okay. Hier sind die Handtücher. Meine Lieben, ihr dürft jetzt alle wieder raus. Alle schön einwickeln, damit ihr nicht friert. Und jetzt müssen wir wohl noch das Bad aufräumen. Ja, hilfst du mir, die Wand in der Badewanne auszuleeren? Klar. Pass auf, das Wasser schwappt über. Hier ist sowieso schon der ganze Boden nass. Allerdings. Oh nein, Lena. Oh je, Lena. Ich wusste gar nicht, dass du auch baden willst. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Wenn euch unsere Geschichten gefallen, dann abonniert unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.